Deutschlands Ballungsräume stehen vor großen Herausforderungen. Zum einen machen angespannte Wohnungsmärkte und hohe Mieten vielen Rentnerinnen und Rentnern, Familien, aber auch Studierenden das Leben schwer. Zum anderen erfordern Klimawandel und Verkehrswende innovative stadtplanerische Konzepte. Wie möchten Sie in der nächsten Legislaturperiode die Wohnungsnot bekämpfen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität und Klimaresilienz unserer Städte steigern? Zum Thema Wohnungsmangel sprechen wir uns ganz klar für gewisse Grenzen der Nachverdichtung aus. Es kann nicht sein, dass die letzten Grünflächen in Städten Hochhäusern zum Opfer fallen. Hier ist es wichtig, das Konzept der Regionalentwicklung anzusehen, sprich mit dem Wohnungsbau etwas rauszugehen, auch die ländlicheren Regionen um eine Stadt herum zu entwickeln, besser mit ÖPNV anzubinden, besser mit IT- oder Internetinfrastruktur anzubinden, sodass der Wohnraum grundsätzlich entlastet wird. Homeoffice-Möglichkeiten sind da eine Option, um mehr Menschen auch das Leben außerhalb der Stadt attraktiver zu machen. Mit der Förderung von Wohneigentum im ländlichen Raum wäre ein weiterer Punkt zu nennen, der es ermöglicht, Leuten es attraktiv zu machen, auch in eine Region außerhalb der Stadt zu ziehen. Hier werden wir sicherlich wichtige Entscheidungen treffen müssen. Das Spannungsfeld ist in der Frage schon dargestellt zwischen Preissteigerungen und Umweltschutz. Wir werden hier nicht umhinkommen, entsprechende Entscheidungen zu treffen, weil also Wohnungsnot auch in einem Zusammenhang steht mit dem Nichtausweisung von weiteren Flächen für Wohnraum. Das wiederum steht im Gegensatz zum Naturschutz. Das wird eine große Herausforderung sein, die wir lösen müssen. Ich denke, in einem ersten Schritt sollten wir dafür sorgen, dass also in den Innenstädten oder in den Dörfern Flächen, die derzeit nicht genutzt werden für Wohnbebauung, hier entsprechend als erstes herangezogen werden. Und dann muss ein gesellschaftlicher Konsens her, wie es also in diesem Spannungsfeld zwischen Wohnraum und Naturschutz weitergehen muss. Ja, der Wohnungsbau, das ist seit Jahren ein ganz, ganz heißes Thema. Wir möchten die Mittel für den sozialen Wohnungsbau deutlich erhöhen und verstetigen, statt sie zu kürzen. Wir möchten auch die Kommunen dabei unterstützen, kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu gründen und mit einem Bundesprogramm neue Wohngemeinnützigkeit für 1 Million zusätzliche günstige Mietwohnungen in den Ballungsräumen sorgen und diese auch auf Dauer sichern. Die noch vorhandenen bundeseigenen Liegenschaften, Bestände, die wollen wir nicht meistbietend an Privatinvestoren verkaufen, sondern wirklich günstiger an Kommunen, um auch eine dauerhafte Sozialbindung hinzukriegen. Wir möchten den Erwerb von Wohneigentum erleichtern und das Recht auf Wohnen muss ins Grundgesetz rein. Wir sind generell für ein ressourcenschonendes und kreislaufgerechtes Bauen. Das möchten wir vorantreiben und dafür auch die ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen setzen und ein Gebäuderessourcengesetz auf den Weg bringen. Mit einer neuen Städtebauförderung wollen wir die Innenstädte neu gestalten, für mehr Stadtgrün und mehr Wasserflächen sorgen, aber auch verkehrsberuhigte Bereiche, mehr Radwege, einen stärkeren ÖPNV mit unterstützen, damit ein Klimaschutz in der Stadt und auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt deutlich steigt. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass der städtische Raum und der ländliche Raum in einem Zusammenhang stehen. Dass in den Städten die Mieten steigen und dass in den Städten die Umweltbelastungen steigen, hängt damit zusammen, dass immer mehr Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Und diesen Trend können wir langfristig und nachhaltig nur stoppen, indem wir die Attraktivität des ländlichen Raums wieder stärken. Die Menschen auf dem Land würden sich ja wünschen, sie hätten so gute Wohnungen. Sie würden sich wünschen, sie hätten einen so guten ÖPNV. Und sie würden sich wünschen, dass das Arbeitsmarktangebot, dass das kulturelle Angebot so hoch ist wie in den Städten. Dass das nicht der Fall ist, sorgt ja eben dafür, dass die alten Menschen in der Regel auf dem Land bleiben und junge Menschen in die Städte ziehen. Dieser Trend muss umgekehrt werden und dann haben wir auch eine langfristige und vor allem nachhaltige Lösung für die Probleme in den Städten, die ja durch die Überbevölkerung im Wesentlichen ausgelöst worden sind. Ja, Bauland wird in den Städten immer teurer und immer schwieriger zu finden. Die Mieten steigen und damit wird das Leben in der Stadt immer teurer.
Gegen diese Knappheit hilft vor allen Dingen eins, es müssen mehr Flächen mobilisiert werden und eben entsprechend mehr gebaut werden. Deswegen wollen wir Freien Demokraten Genehmigungsprozesse, Bauprozesse beschleunigen und natürlich das alles unter dem Duktus der Klimaverträglichkeit und der Nachhaltigkeit und eben auch schauen, ob es nicht tolle Projekte gibt im Bereich Stadtplanung, wo Mehrgenerationenhäuser entstehen können etc. etc. Nichtsdestotrotz, es geht halt tatsächlich nur insofern, wenn etwas knapp ist, dass entsprechend mehr angeboten wird, um die Preise nach unten zu bekommen. Denn Wohnen darf kein Luxusgut sein und jeder muss nach wie vor in der Lage sein, sich auch in der Stadt Wohnen leisten zu können. Wir werden bezahlbaren Wohnraum erhalten und neuen schaffen. Dazu bauen wir jährlich 100.000 neue Sozialwohnungen und wir setzen Anreize für weitere Bautätigkeiten im normalen Preissegment. Zusätzlich führen wir die Wohnungsgemeinnützigkeit ein und schaffen damit ein nicht gewinnorientiertes Segment auf dem Wohnungsmarkt. Die Verkehrswende werden wir vorantreiben und setzen dabei gerade in den Städten auf den Vorrang des ÖPNVs und des Fahrrads und den Ausbau von Radwegen.